Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute zeige ich euch eine Seite, mit der ihr eure Schmuddelseiten kontrollieren könnt, ob ihr euch da kein Virus holt oder ihr habt euer neuestes Template-Pack runtergeladen und ihr wollt wissen, ob das virenfrei ist. Dafür gibt es diese Seite, denn die checkt eure Dateien mit ganz vielen Videoprogrammen und nicht nur mit einem. So, was ihr dafür braucht, ihr müsst einfach in euren Browser gehen und ihr geht auf den Link in der Beschreibung und dann kommt ihr auf diese Seite, die heißt virustotal.com. Und eigentlich im Grunde ist das wirklich nur ein Programm oder eine Website, die quasi Dateien oder Links mit mehreren Datenbanken unterschiedlicher Antiviren-Software-Anbietern abgleicht. Das heißt, ihr könnt hier Dateien hochladen, wenn ihr welche auf eurem Computer habt, oder ihr könnt eine Adresse oder eine URL eingeben, die dieses Programm oder die diese Seite abgleichen soll, ob da irgendwas Auffälliges vorliegt. Wie machen wir das? Das zeige ich euch jetzt anhand eines praktischen Beispiels und zwar geht es um Shotcut. Wer noch nicht weiß, was Shotcut ist, kann gerne mal oben rechts in die Ecke gucken und auf das i drücken, weil ich habe ein Video dazu gemacht, was diese geile Software kann. Und zwar ist das ein kostenloses Videoschnittprogramm, aber viele schreiben mir immer wieder in den Kommentaren, hey, das ist doch mit Viren voll. Da sage ich so, Jungs, nein, ihr downloadet das nur auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Und aber damit wir sicher sind, dass wir die richtige Version downloaden und dass die Version vor allem virenfrei ist, können wir das mal ganz kurz checken. Und zwar sind wir hier auf der Shotcut-Download-Seite, machen hier Rechtsklick auf den 64-Bit-Windows-Installer, Rechtsklick, Link kopieren, gehen zu VirusTotal und gehen unter Adresse URL und pasten hier den Link rein und drücken auf Scannen und dann werden wir gefragt, ob wir diese URL analysieren wollen oder nochmal neu analysieren wollen, weil vor kurzem erst eine Analyse durchgeführt werden wurde sein tun. Wir drücken jetzt einfach auf Neu analysieren, dann macht er eine neue Analyse von diesem Download-Link. Das kann ein bisschen dauern, ein paar Minütchen, sollte aber nicht zu lange dauern und dann bekommen wir die Ergebnisse von ungefähr 64, 68 Antiviren-Datenbanken, ob bei denen irgendwas über diese Seite vorliegt. Aber wir haben 64 jetzt und zwar 0 von 64 Treffern, das heißt, diese Seite ist relativ clean. Wir können hier auch nochmal durchgehen und gucken, wer hier alles sagt, dass die Seite clean ist und was nicht. Wenn hier was rot sein sollte, dann habt ihr natürlich ein Problem, weil dann sagen bestimmte Datenbanken, dass diese Seite nicht clean ist. Jedoch muss es nicht heißen, wenn einer sagt, das ist nicht clean, dass die Seite wirklich nicht clean ist, sondern es bewährt sich einfach hier mal durchzugucken, ob die Mehrheit halt sagt, dass das gefährlich ist oder nicht. Wenn halt nur einer sagt, dann müsst ihr vielleicht auch mal auf Risiko gehen und diese Sachen runterladen. Hier sind alle dabei, die man so kennt. Hier GData, Google Safe Browsing haben wir hier auch dabei, Malware Bytes, wir haben Kaspersky, wir haben frag den Geier. Also wir haben hier so gut wie alle großen Antiviren-Software dabei, die dann über das Ding drüber schauen und euch dann sagen, ob das Ding vertrauenswürdig ist oder auch nicht. Natürlich könnt ihr das nicht nur bei Download-Links machen, sondern auch bei ganz normalen Webseiten. Deshalb werde ich jetzt nochmal eine andere Seite hier kurz durchjagen und zwar GeekTyper. GeekTyper ist eigentlich so eine Fake-Seite, also man kann hier so tun, als ob man irgendwie hackt. Naja, ist ja wurscht, das sieht vielleicht für den einen oder anderen auf den ersten Blick wirklich realistisch aus und dann fragt man sich natürlich, hä, was ist denn hier los? Und zwar kann man dann jetzt einfach hier oben hingehen, die URL kopieren und hier auf VirusTotal die wieder unter Adresse URL einfügen und dann funktioniert das genau so wie mit dem anderen. Er überprüft das und euch werden die Ergebnisse angezeigt. Das können wir auch mal ganz gut abwarten. Und hier haben wir auch die Ergebnisse 0 von 64, also völlig unproblematisch. Man kann auch noch gucken, manchmal können ja sogar Kommentare zugeschrieben sein. Zusätzliche Informationen haben wir hier auch, zum Beispiel bestimmte Header-Informationen, IP-Adressen von der Seite und so weiter. Können wir hier abrufen, dann halt die Analyse und auch Bewertungen, falls die vorhanden sein sollten. Zum Beispiel gehen wir mal eine etwas bekanntere Seite ein, zum Beispiel HTTP. Google und schauen mal an, was er dazu sagt. Da sollte er eigentlich nichts Negatives drüber finden, hoffen wir mal zumindest.
Und da sehen wir auch bestimmt ein paar Bewertungen. So, er analysiert das gerade. Wir haben hier 138 Leute, die sagen, das ist okay von den Bewertungen her und 64 Leute, die sagen, das geht nicht. Und wir haben hier sogar bei den Antivirenprogrammen eine Seite gefunden, die sagt, das ist eine Malware-Site und zwar ist das Paltrologic. Der hört sich schon so italienisch an. Und Quetra sagt auch, es ist verdächtig, aber die meisten sagen, das ist easy und clean. Und deshalb auch immer daran denken, wenn mehrere es anzeigen, dann sollte es stimmen. Wenn es nur ein paar anzeigen, dann ist das irgendwie, weil die eifersüchtig sind oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehen wir hier auch, wir haben hier Bewertungen und Kommentare, die wir hier einsehen können, ob Google halt positiv oder negativ ist. Aber im Grunde versteht ihr, wie die Seite funktioniert. Ihr könnt hier auch ganz einfach Dateien hochladen, einfach hier unter Datei und dann die Datei bis zu 128 Megabyte hochladen und analysieren lassen. Also falls ihr mal irgendwie eine verdächtige Datei bekommt, bevor ihr die ausführt, ganz kurz euren eigenen Virenscanner drüber laufen lassen und wenn der euch nichts ausspuckt und ihr super sicher sein wollt vor Viren, Würmern, Trojanern oder irgendwas anderem, dann ladet ihr es nochmal auf VirusTotal hoch. Ja, und wenn ihr demnächst auf irgendwelchen Schmuddelseiten unterwegs seid, checkt das ganz kurz hier rein mit einem kurzen Pre-Check und ihr könnt dann weiter da eure Belangen oder eure nötigen Befriedigungswünsche nachgehen, was auch immer. In dem Sinne sage ich, mach's gut und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch. Schaut jede Woche Freitag um 16 Uhr rein zu einem neuen Video und jetzt endlich macht's gut und ciao.